Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Green Hell. Und ich bin wieder hier den Urwald am Abholzen. Ist doch gar nicht aufgefallen, wachsen die überhaupt nach? Ich weiß das gar nicht so genau. So, den hier lasse ich hier so liegen, weil der ist offensichtlich, den kann man gut wiederfinden. Und die drei großen Stämme, die komme ich auch dann nachher abholen. Aber ich möchte da erstmal was reintun, weil ich da gerne sehen möchte, wie das aussieht, ne? Das hatten wir alles noch gar nicht voll. Und ein bisschen was zu tun, das schadet ja auch nicht. Geh weg, Michelangelo. Müsste eigentlich auch mal wieder zum alten Ding jetzt zurückgehen. Ich glaube, das könnte ich mal echt mal in der nächsten Folge mal machen. Zum alten Lager. Mal zurücklatschen. Alleine um zu gucken, ob wir da noch was liegen haben. Den Topf habe ich ja schon geholt gehabt von da. Also alles kein Problem war. Ich muss auch sagen, wenn man hier beim Anaconda-Dingens ist, dann wird man so ein bisschen zu selbstsicher. Ach Gott, habe ich gar nicht dran gedacht. Ist ja gar nicht aufgefallen. Seht ihr, das meine ich damit. Da ist man zu selbstsicher. Und vergisst dann auch die Umgebung und dass da ja auch nicht so nettes Getiere bei rumkommt. Da verweichlicht man so ein bisschen. Aber immer hier ist ja alles ganz nett und schön und sowas, ne? Ist ja alles schön geschmeidig, aber ich bin echt mal gespannt auf die neuen Sachen, die kommen. Vor allem auf die Story, die ist ja dann zu Ende. Also die wird ja fortgeführt. Und ich bin da echt mal sehr, sehr, sehr gespannt, was bei der Storyline durchkommt. Die werde ich ja dann mit euch nochmal komplett durchspielen. Die Storyline. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit euch schon gemacht habe am Anfang. Ich glaube schon, ne? So, waschen gehe ich mich nachher. Ich wollte erstmal den langen Stöckchen holen. Oder fünf, eher gesagt. Wollte er nochmal voll machen. Was heißt voll? Bisschen was reinschmeißen, sozusagen. Mal gucken, ob ich hier noch welche habe. Den habe ich jetzt gut hier frei gemoppelt. Den Urwald. Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen. So. Da war der andere da.
So, dann haben wir hier runter und dann da ist der andere, der fünfte. Fünfte Rad am Wagen. Ja, aber so wären wir mit einem nur zurückgegangen und das ist ja, hätte sich ja nicht so gelohnt, ne? Dann werde ich mal schlafen gehen. Ich brauche noch Proteine. Proteine. So. 20 Stück passen da rein und hier auch. Sehr schön. Bananen, mal gucken, ob die da sind. Zumindest zwei, das geht auch schon mal. So, dann gehe ich jetzt mal pennen, weil der ja doch ein wenig angeschlagen ist hier. Wenig übermüdet, der Kleine. Weiß gar nicht warum, wir haben es erst 17 Uhr. So, kann ein bisschen schlafen, fertig ist. Kleine Pappnase hier. Ich speichere mal, weil, ne? Ja, hallo. Danke. Jetzt haben wir es, wie viel Uhr? 19.06 Uhr, alles klar. So, ob in den paar Folgen ist wieder eine neue Banane dran gekommen ist. Nein, leider nicht. Ich glaube, ich hatte damals den, wo ich gedacht habe, ich hätte hier noch einen Bananenstaude. Ich glaube, die habe ich kaputt gemacht, die Bananen, den Bananenbäumchen. Das Bananenbäumchen. Glaube ich zumindest. Also seht ihr, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll hier. Da muss ich echt immer. Achso, ich wollte ja eigentlich zurück ins alte Lager mal. Aber das werde ich dann wohl machen, wenn ich ausgeschlafen bin, natürlich. So, mal ganz kurz duschen. So, fertig ist. So lustig aus wie die Bartschellen da, das ist echt der Hammer. So, mal kurz nochmal in der Falle gucken da oben. Ob da vielleicht doch noch eines Tieres sich da reingeschmissen hat. Nein, dafür aber ein Baum. Durch die Larve da rein, vielleicht geht ja was. Und das Balkenherz esse ich. Es gibt nämlich genug Kohlenhydrate. Nicht Proteine, genau, Kohlenhydrate waren das, die gelben. Kann ich mir irgendwie immer noch nicht merken, ich weiß es auch nicht. Kannst du mal, achso, kannst du gar nicht springen. Sag das doch, Mensch. Hallo. Ein kleiner Freund. So, was habe ich jetzt?
Ah, warte, da fällt mir doch direkt was auf. So. Okay, dich wollte ich gar nicht. So, tue ich die auch mal hier rein, weil die brauchen wir auch erstmal nicht so. Ein paar Pfeile könnte ich auch mal weg tun, ne? Oder zumindest sortieren, aber das mache ich jetzt noch nicht, weil ich gehe jetzt erstmal pennen. Und das die ganze Nacht lang. Gute Nacht. Ist schon Nacht. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Alterheim. Mal da nach dem Rechten schauen. So, frisch genährt, gestärkt, meine ich, nicht genährt. Genährt haben wir es auch schon, aber das war ein bisschen vorher. Die werden auch nicht fit. Da ist der Brennerfleisch, das nehme ich noch mit. Haben wir Bananen, ist auch sehr gut. So, und tschüss. Los geht's. Und wir sind jetzt hier bei 35, 26. Also 45, 32 muss ich. Okay. Muss ich mal gucken, wo ist denn mal die. Bei irgendwas mit 20 war die, glaube ich. So, bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier wieder rausfinde, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich glaube, wir hätten da hinten rausgemusst und dann da rum. Aber ist dann nicht so schlimm. Ich gehe einfach mal gucken. Gespeichert habe ich ja. Ist alles in Ordnung. Warte mal. Ach so, das ist meine... Genau. Ich muss echt nochmal überlegen, wo das nochmal war. Ich habe mir das auch gar nicht aufgeschrieben. Irgendwas mit 20 war das. Aber war das hier rum? Da oben lang? Nope. Vielleicht hier. Da geht's noch. Ah! Nein, lass mich durch. Eieieiei. Wow. Ich glaube, da wäre ich tot. Bitterholz. Ich glaube, ich bin jetzt gerade wieder völlig falsch am Latschen. Hier ist die Höhle. Gehen wir da hinten in Richtung Süden, das wäre völlig falsch. Ist ja noch so ein... Nein, nein, nein! 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 Nein!
Oh Mann! Warum glitscht der denn da runter? Blödes Arschloch, ey. Echt mal. Glitschen wir einfach mal da runter, damit der Wurmraben wieder ein bisschen was zum Heilen muss. So, dafür müssen die ihren Glauben hier. Ist das da oben noch eine Höhle? Habt ihr gesehen? Da. Da muss ich jetzt mal gucken gehen. Ich glaube, da ist eine neue, noch eine Höhle. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber da kommt man, glaube ich, auch gar nicht hoch. Ich denke mal, dass es bald auch Kletterseile gibt. Dass man auch irgendwo hochklettern kann. Na los. Geh weg. Ich will dich da drunter haben. Danke. Ja, mal gucken, ob wir irgendwann ankommen. Ja, ich glaube, ich hatte ein paar Mal im Kreis, bis ich dann doch mal die gefunden habe, den Ausgang hier. Irgendeine Höhle war auch noch ein Ausgang, ich weiß auch nicht mal welche. Hier war das gar nicht. Schon bei 19. Das gibt's doch gar nicht. Ich mach schon mal das Stäbchen bereit, falls da irgendwie. Oh, Hallöchen. Verdammt. Man muss nur Tetris können, ne? So, ich will diese Folge auf jeden Fall noch hier rauskommen, dass ein bisschen, damit wir der nächste Folge direkt auf können zum Lager. Wenn ich dann hier rauskomme, das ist natürlich alles, aber ich meine, hier bin ich richtig vorne, glaube ich, oder? Oder hier? Hier schon mal nicht. Stell dich mal nicht so an hier. Ah,
Also so langsam würde ich doch gerne mal hier den Ausgang finden. Ah, hier, oder? Und da ist er das nicht. Ich weiß es nicht mehr. Sieht mir sehr nach dem Ausgang aus hier. Ja. Das habe ich hier nämlich auch schon mal versucht hochzukommen. Es hat aber nicht geklappt. Nö. Ich würde nämlich gerne mal da hoch. Aber das klappt wohl nicht. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann nächste Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Green Hell. Hallo? Schwebestein? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Bora. Denkt an das Däumchen. Ciao, ciao.